Hallo, ich habe heute was ganz Neues für euch, besser gesagt für mich. Das neue Moto G 5 Plus von Lenovo. Die hatten ja Motorola mal gekauft. Mein Sony Z2 hat in letzter Zeit so ein bisschen rumgezickt. Speicher wurde zu klein, Akku ließ nach, also musste was Neues her. Gerade angekommen, das Gerät ist im März erst vorgestellt worden in Barcelona. Ich habe es mir jetzt gekauft bei Otto. Dort war es am günstigsten zum aktuellen Zeitpunkt. Wir packen es mal aus. Enthalten das Gerät selbst. Man sieht, relativ schmal. Kamera Rückseite. Alles aus Aluminium. Dann Turboladegerät, das die Aufladezeitdauer des Akkus verkürzen soll. USB-Kabel, Sicherheitshinweise, Gebrauchsanleitung und dieser kleine Stecker, mit dem man das Fach für die SIM-Karte und die SD-Karte oder besser gesagt für die Micro-SD-Karte öffnen kann. Die Ausstattung des Geräts 5,2 Zoll. Größer wollte ich es einfach nicht haben, damit komme ich ganz gut klar. Es hat Dual-SIM. Zusätzlich gibt es also auch noch einen Micro-SD-Kartenslot, das heißt, ich kann zwei SIM-Karten und eine Micro-SD-Karte gleichzeitig hier drin haben. Ist ganz praktisch. Meistens gibt es ja nur diese Hybrid-Slots, wo man sich dann entscheiden muss. 2 GB Octa-Core-Prozessor, 12 MP Kamera auf der Rückseite, Vorderseite 5 MP Kamera, 3 GB Arbeitsspeicher, 32 GB interner Speicher war mir auch ganz wichtig, denn die 16 GB in meinem Sony Z2 sind dann doch ein bisschen knapp bemessen. Es fässt sich absolut wertvoll, hochwertig besser gesagt, an. Liegt gut in der Hand, recht flach. Ich werde mir wahrscheinlich dafür noch eine Schutzhülle und einen Displayschutz besorgen. Für den Preis von knapp 280 Euro kann man, glaube ich, bei dem Gerät nicht viel verkehrt machen. Also ich werde schauen, wie das in den nächsten Wochen bei mir funktioniert, wie ich damit klarkomme, wie der Akku hält, wie sonst die ganzen Apps, die ich bisher schon genutzt habe, dann klarkommen. Und dann gibt es dazu sicherlich auch noch einen ausführlichen Testbericht. Ansonsten bin ich für den ersten Moment doch ganz zufrieden mit dem Gerät. Was nicht dabei ist, sind Kopfhörer, aber ich denke, die hat man sowieso, wenn man sie braucht. Und ich höre eigentlich keine Musik über das Smartphone. Von daher ist es für mich jetzt nicht so relevant. Ansonsten gibt es da jetzt nicht viel zu sagen. Weiter. Ach ja, es gibt es in zwei Farben, also in Grau und dann noch in Gold. Ich habe mich dann aber doch für das dezentere Grau entschieden. Und bin jetzt gespannt, wie sich das Gerät schlägt und ob es genauso lange hält wie mein Sony-Gerät, das ich jetzt fast 2,5 Jahre im Einsatz hatte. Und demnächst gibt es einen Blog, was dazu zu lesen.